Als nächstes hat der Abgeordnete Ruhl von der CDU-Fraktion das Wort. Kleinen Moment mal, ich bitte die PGF-Besprechung nach draußen zu verlegen, weil das stört den Redner. Entschuldigung, dann die Besprechung der... Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In der letzten Woche hatten wir Wintereinbruch im Vogelsberg, und da ist mir dieses gute Stück wieder in die Hände gefallen. Und ich will mal die Rückseite zeigen. Ich möchte es auch gerne vorlesen. Da steht drauf, die Zeit läuft, Schulden bremsen. Junge Union Hessen. Ich war damals im Landesvorstand der Junge Union, und wir haben damals massiv dafür gekämpft, übrigens gemeinsam natürlich mit der CDU, auch der FDP, den Grünen und der SPD, dass die Schuldenbremse in die hessische Verfassung kommt. Es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Es geht darum, ob auch künftige Generationen politischen Handlungsspielraum genießen. Und es ist eine Frage, ob man den Staatshaushalt auch krisenfest macht. Und insofern hat sich die Schuldenbremse, die in einer Volksabstimmung von über 70% der Hessen bestätigt wurde, auch bewährt. Die Haushaltsdisziplin der vergangenen Jahre, bei denen wir über den Regeln der Schuldenbremse hinaus nicht nur eine schwarze Null geschrieben, sondern sogar Altschulden getilgt haben, versetzt uns heute ja gerade erst in die Lage, diese Krise zu bewältigen. Und Kollege Rock hat das am Dienstag zum Einzelplan 02 neben vielem, was ich nicht kommentieren möchte, aber in einer Sache etwas Richtiges gesagt, nämlich es war auch eine Lehre aus der Finanzkrise, dass von zu hohen Staatsschulden eine Gefahr ausgeht. Es hat uns gezeigt, dass zum Schuldenmachen immer auch eine zweite Seite gehört, nämlich den Schuldner, der das Geld auch bereitstellt. Und Sie können ja ganz gerne mal den Kollegen Tsipras fragen, wie schwer es ist, wenn man so viele Schulden hat, in eine Krise reingeht und einem niemand mehr Geld leihen möchte, wie man dann eine Krise bewältigen möchte. In guten Zeiten, Sie können einen Schuldenschnitt einem Schuldner nicht aufzwingen. In guten Zeiten ist in der Regel das kein Problem, dass man einen Schuldner findet, der das Geld bereitstellt. Schwierig wird es aber in Krisenzeiten, wenn der Staat nicht vorgesorgt hat und die Staatsfinanzen in Schieflage geraten. Wenn überhaupt, können Kredite dann nur noch mit hohen Risikoaufschlägen, sprich besonders hohen Zusatzkosten, aufgenommen werden. Und ich sage noch etwas, gerade als junger Abgeordneter. Ich investiere lieber in die Infrastruktur als in den Schuldendienst. Und die Schuldenbremse zeigt also gerade jetzt ihre Wirksamkeit. Sie ist nämlich kein starres Schuldenverbot, das in einer Krise diese noch vertiefen würde, sondern erlaubt in Zeiten wie diesen eine Ausnahme zur Krisenbewältigung bei gleichzeitiger Verpflichtung, die dafür aufgewendeten Finanzmittel auch wieder zurückzuführen. Und genau das tut die Landesregierung, indem sie bereits im nächsten Jahr mit der Tilgung des Sondervermögens beginnt und spätestens in 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegt. Also, liebe Kollegen von den LINKEN, die Problembeschreibung Ihres Gesetzentwurfs ist schon falsch. Deshalb kann auch Ihr Lösungsansatz nicht richtig sein. Das Nächste ist ja jetzt auch von der Kollegin Schardt-Sauer angesprochen worden. Man kann ja durchaus darüber streiten, ob es damals klug war, eine Zweidrittelmehrheitserfordernis in ein Gesetz zu schreiben, das man mit einfacher Mehrheit ändern kann. Ich will durchaus erklären, ich war ein großer Anhänger dieser Zweidrittelregelung, weil diese sicherstellen sollte, dass die oben beschriebene Ausnahme von der Regel der Schuldenbremse nicht leichtfertig erklärt wird und jede konjunkturelle Delle zur Krise erklärt wird. Aber auch dieses Zweidrittelerfordernis kam aus den Erfahrungen der Finanzkrise und vorangegangener Krisen. Diese Krisen waren vor allem dadurch geprägt, dass man einen kurzen externen Schock hatte, wie z. B. den Zusammenbruch von Lehman Brothers, dem dann eine längere Wirtschaftskrise folgte. Nach dem Schock umfasste die Bewältigung der eigentlichen Krisenfolge noch 1 bis 2 Jahre. Der Rest war dann Konjunktur, sodass die Regeln der Schuldenbremse wieder eingehalten werden konnten.
Und auch die Corona-Pandemie hat so begonnen. Steigende Infektionszahlen folgte der Lockdown im März als externer Schock. Und sehr schnell haben uns hier alle im Haus zusammen geeinigt. Und wir haben gemeinsam den ersten Nachtrag auf den Weg gebracht, um schnelle Hilfen zu ermöglichen. Und für dieses Zusammenstehen bin ich allen Fraktionen hier im Haus ausdrücklich dankbar. Aber diese Krise ist anders. Es ist kein kurzer externer Schock. Der Schock dauert nun schon ein Dreivierteljahr an. Und auch wenn die eigentliche Pandemie hoffentlich im nächsten Jahr beendet sein wird, werden die direkten wirtschaftlichen Krisenfolgen länger andauern. Und hier zeigt sich, dass das Zweidrittelerfordernis für einen lang andauernden Schock nicht mehr passend ist, da es implizit ein Erpressungspotenzial beinhaltet. Eigentlich soll damit ja nur die Möglichkeit zur Aussetzung der Regeln der Schuldenbremse beschlossen werden. In der Praxis führt das aber dazu, und das haben wir in diesem Sommer erlebt, dass die Opposition über einen lang andauernden Zeitraum die Möglichkeit hat, für ihre Zustimmung Zugeständnisse der Regierungsmehrheit an anderer Stelle abzupressen. Also indirekt mitzuregieren, ohne selbst die eigentliche Regierungsverantwortung zu tragen. Ich gebe zu, ich war anfangs skeptisch wegen der Abschaffung der Zweidrittelregel. Wegen des lang andauernden externen Schocks dieser Pandemie bin ich aber heute überzeugt, dass es richtig war, diese im Sommer aus dem Ausführungsgesetz zu streichen, da diese nicht zu lang andauernden Krisen wie dieser passt. Es wäre deshalb auch falsch, dieses Erfordernis in die Hessische Verfassung zu schreiben, so wie es die AfD in ihrem Gesetzentwurf vorsieht. Zusammengefasst, wir als CDU stehen voll hinter dem Prinzip der Schuldenbremse. Sie ist generationengerecht und macht unseren Staat auch in Krisen handlungsfähig. Das zeigt gerade auch die Bewältigung der Corona-Pandemie. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass die Landesregierung bereits in 2021 mit der Tilgung des Sondervermögens beginnt und in 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen wird. Die Gesetzentwürfe der beiden extremen Ränder lehnen wir ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Ruhl. Für die Fraktion der SPD hat sich der Abgeordnete Warnecke zu Wort gemeldet. Ja, wir haben doch zwei Tagesordnungspunkte. Die AfD machen wir doch extra, ne? Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Präsidentin, ich bin schon ein wenig erstaunt über die Interpretation der Zweidrittelregelung und die Verhandlungen. Soweit ich das so ganz intern mitbekommen habe, war es eher so, dass man der Opposition unziemliche Angebote gemacht hat. Die wollten gar nicht mehr. Und da die das nicht wollten, hat man dann gesagt, dann wollen wir auch nicht mit euch mehr. Also das ist nun eine ganz andere Geschichte als die, die Sie jetzt hier erzählen. Und dass die andere Instrumente nannten, die auch in der Hessischen Verfassung verankert sind, wie beispielsweise Nachtragshaushalte, haben, glaube ich, das ganze Haus im Monat März einstimmig an einem Tag bewiesen. Aber das wird der Staatsgerichtshof klären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man der Rede von Herrn Schalauske ein wenig lauscht, hat man ja so den Eindruck, Schulden seien Sozialismus. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, wir hatten in Freudenberg bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahre, jetzt muss ich rekapitulieren, 1988 eine Veranstaltung. Da war ein führender Wirtschaftsexperte, der allerdings Mitglied der SED sein musste dort, und der hat gesagt, die DDR ist schlicht und einfach pleite. War interne Veranstaltung. Der hat gesagt, die DDR ist pleite, die ist überschuldet. Und das Konstrukt der Überschuldung wird auch nicht lange laufen. Entweder müssen wir massiv die Konsumgüter erhöhen, massiv, um die Investitionsquote zu erhöhen, oder der Staat ist pleite. Und die DDR hat sich damals entschieden. Und die ist nicht nur zusammengebrochen aufgrund der Weltlage, sondern auch aufgrund der ökonomischen Widersprüche, wie man das so schön nennt. Und insofern, wenn man sagt, Sozialismus sei Schulden, müsste ich ein bisschen vorsichtig sein. Und ich glaube auch nicht, dass Sie behaupten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube auch nicht, dass Sie die japanische Gesellschaft als eine sozialistische nur deshalb betrachten, weil die Japanerinnen und Japaner offenkundig anstelle von Steuern zu bezahlen mittlerweile bei einer Staatsverschuldung von fast 200% des BIP sind, aber diejenigen, die die Schulden im wahrsten Sinne des Wortes als Gläubiger begeben,
sind im Wesentlichen die japanischen Bürgerinnen und Bürger. Insofern muss man immer ein bisschen aufpassen, über was man da redet. Wenn man beispielsweise noch daran denkt, dass die USA riesige Angst vor China hatten, weil ein nicht geringer Teil der US-amerikanischen Staatsverschuldung von Chinesen gehalten wurde, sprich vom chinesischen Staat und Einfluss und dergleichen, ist die Frage der Schulden nicht abstrakt alleine, sondern eine sehr konkrete. Und ich bin deshalb dankbar, dass Frau Wissler am 8.12. um 21.08 Uhr gesagt hat, die hohen Vermögen zur Kasse zu bitten, um die Folgen der Krisen zu bewältigen. Es gibt auch Schuldenkrisen. Ja, jetzt haben wir Schuldenkrisen. Das habe ich Schulden genannt. Also Schulden sind nicht per se gut. Um die Krisen der Staatsverschuldung zu bewältigen, die großen Vermögen heranzuziehen. Da haben Sie nicht mal einen Widerspruch zur SPD. Ganz im Gegenteil. Aber, nein. Auch abgelehnt, liebe Freunde, das wisst ihr nun zur Genüge. Sondern der Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, dass offenkundig Schulden zu Krisen führen können. Und deshalb diese Vergötterung von Schulden, also denjenigen, die Geld haben, zu sagen, du hast zwei Möglichkeiten, entweder ihr zahlt Steuern, dann ist euer Vermögen in diesem Teil weg, oder ihr begebt dem Staat einen Kredit, dann habt ihr auch in eurer Bilanz nach wie vor dieses Vermögen. Diese Idee, dass das eine mit dem anderen vielleicht zusammenhängt und dass die von Ihnen immer beschworenen Bevölkerungskreise überhaupt nur null Kredit dem Staat geben können, verwundert mich dann schon. Verwundert mich wirklich. Wer gibt denn in der Regel die Schulden? Das sind diejenigen, die haben. Und Sie versuchen ständig als Ausweg zu sagen, wir brauchen eigentlich noch mehr Schulden, damit diejenigen, die haben, statt zu einem gerechten Steuersystem zu kommen, Schulden dem Staat geben sollen. Doch, das ist Ihre ständige Argumentation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist übrigens auch manchmal die Diskussion, die wir Sozialdemokraten innerhalb unserer Partei mit den Jusos austragen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Auch da herrschen manchmal naive Vorstellungen von dem Gesamtsystem. Aber damit Sie nicht glauben, dass die Landesregierung, dass wir hier nur so hohle Debatten führen, dass die Landesregierung einfach wegkommt. Man muss ja nun nicht behaupten, dass eine Schuldenbremse wirkt. Wenn man sich anguckt, dass das nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlvermögen, um es mal so, der Fehlbetrag des Landes von 2011 auf jetzt um 50 Milliarden gewachsen ist, um 50 Milliarden, fragt man sich ja schon, was ist da passiert. Und wenn man umgekehrt weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir von etwas profitieren, was einmalig, wie viele sagen, in der Wirtschaftswelt ist, und zwar weltweit, dass die Zinsen so niedrig sind wie noch nie und wir noch im Jahr 2010 1,5 Milliarden Zinsen im Lande Hessen bezahlen mussten und mittlerweile bei so 970 Millionen angelangt sind und man ja immer sehen muss, dass das jährlich zurückgegangen ist, muss man sich nur vorstellen, was passiert, wenn die Schulden steigen. Und die Schulden steigen ja in Hessen. Die Schulden sind gestiegen von 2010 mit 37 Milliarden auf mittlerweile 43 Milliarden derzeit. Man kann also nicht behaupten, dass es keine zusätzlichen Schulden gibt, sondern es geht, und deshalb der Antrag auch der Linken, es geht um eine Schuldenbremse. Also es geht nicht darum, dass man keine Schulden aufnimmt. Es geht auch nicht darum, dass Schulden per se schlecht sind, aber es geht darum, dass man das bremst. Und Ihre Argumentation, Herr Schalauske, ist immer eine fundamentale. Schulden sind per se gut. Doch, aber selbstverständlich ist das die Argumentation, weil Sie ja gesagt haben, wer jetzt Leute verdächtigt, dass die Schulden sozialistisch seien und deshalb man keine Schulden machen dürfe, nein, sie sind nicht sozialistisch. Sie sind einfach schlecht, wenn der Staat sich nicht richtig finanziert. Und richtig heißt im sogenannten Spätkapitalismus, von dem Sie ja sonst sprechen, dass diese reiche Gesellschaft in der Lage sein müsste, das an Investitionen, was wir jedes Jahr investieren müssten, auch im wahrsten Sinne des Wortes zu erwirtschaften. Wenn sie das nicht kann, dann muss sie Schulden aufnehmen, und dann wissen Sie ja, von wem Sie die Schulden dann bekommen, nämlich von denjenigen, denen Sie anschließend noch die Vermögensteuer abnehmen wollen. Diese Logik wundert mich immer wieder bei diesen Debatten. Wenn Sie über Länder reden wie Griechenland, die aus ganz anderen Gründen massiv Schulden aufgenommen haben, aus ganz anderen Gründen, gucken Sie sich mal in Griechenland den Militärhaushalt an, um nur ein Beispiel zu benennen. Der Militärhaushalt hat etwas zu tun mit der Lage, in der die sind, und der ist für solch ein Land exorbitant hoch. Und weil der exorbitant hoch ist und Sie den nicht aus der Bevölkerung erwirtschaften können, machen die jedes Jahr Schulden. Wenn man sich das über die Zeitreise oder Zeitleiste anguckt, weiß man auch, was die ein für Problem haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht noch einen letzten Punkt, der nicht ganz unverräterisch ist zu dem, was Sie geschrieben haben. Es steht hier erstens die Aufhebung der Regelung zur Schuldenbremse. Zu Deutsch, Sie wollen die Schuldenbremse, gegen die Sie immer agitieren, ja eigentlich gar nicht aufheben, sondern eine Regelung verändern. Darüber kann man reden, über Regelungen kann man immer reden, muss man auch. Und dann sehr schön in dem Problem, die 2011, ich bin auch sofort fertig, die 2011 durch eine Volksabstimmung aufgenommene
und von einer breiten Mehrheit im Landtag befürwortete. Nee. Der Satz hätte schon heißen müssen, die 2011 durch eine breite Mehrheit in der Volksabstimmung aufgenommene. Da wird nämlich so getan, als wenn das hier irgendwie der Landtag gemacht hätte. Das schreiben Sie nicht. Aber dann anschließend breite Mehrheit, so als wenn der Landtag das verabschiedet. In Hessen ist es Gott sei Dank so, dass das die Bevölkerung verabschiedet hat. Und die Bevölkerung hat eine Schuldenbremse verabredet und verabschiedet. Und ja, selbstverständlich haben wir dafür geworben. Und die Frage, damit wir uns nicht falsch verstehen, die Frage der Regelung, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir reden. Sie sind am Ende, auch wie ich lese, nicht gegen eine Schuldenbremse, sondern nur gegen die Frage, wie man das regelt. Das würde allerdings die Diktion, mit der Sie häufig antreten, ein bisschen verändern. Und deshalb werden wir sicherlich über Ihren Antrag auch in den Ausschüssen reden. Aber Sie sollten etwas abrüsten in Ihrer Diskussion, die Sie immer so grundsätzlich anfangen. Und wenn man grundsätzlich antwortet, sagen, nee, so haben wir das aber nie gemeint und auch nie gesagt. Doch genau so ist es. Und deshalb bitte ich Sie einfach zu sagen, Sie möchten ein paar Dinge ändern in der Ausführung. Das ist ja auch in Ordnung. Und eigentlich seien Sie auch für eine Schuldenbremse. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, die Kollegin Wissler. Zwei Minuten, ja. Aber hier müssen wir jetzt nicht rechnen, wie das ist. Ist klar, wie lange ich darf? Ja. Das ist klar. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte eigentlich gar nicht vor, die Woche noch mich zu Wort zu melden. Aber das kann man ja nicht so stehen lassen, Herr Warnecke. Niemand der LINKEN zumindest vergöttert Schulden oder sagt, Schulden sind gut. Das ist, wir sagen, nein, was wir fordern, ist eine andere Steuerpolitik. Und wir sagen, aber es gibt einen Unterschied, und den will ich Ihnen noch einmal erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen konsumtiven Ausgaben und investiven Ausgaben. Das ist ein sehr großer Unterschied, weil in dem Moment, wo der Staat seine laufenden Ausgaben über Kredite finanziert, ist das ein Problem. Deswegen muss der Staat eine Steuerpolitik machen, der dafür sorgt, dass der Staat alle seine laufenden Ausgaben, seine Gehälter, alles über die Steuern finanzieren kann. Bei Investitionen ist das etwas vollkommen anderes. Investitionen schaffen neue Werte. Wenn Sie würden doch auch nicht sparen, bis Sie 80 sind und sich dann ein Haus kaufen. Nein, sondern Sie kaufen sich das Haus, wenn Sie 30 sind, und zahlen es ab, bis Sie in Rente gehen. Und damit will ich sagen, dass die Kreditaufnahme für investive Aufgaben überhaupt kein Problem sind. Die Probleme sind erst dann entstanden, als es jedes Jahr Löcher in den Kassen gab, weil man eben die staatlichen Aufgaben nicht mehr finanzieren konnte durch eine falsche Steuerpolitik, die gemacht wurde, und wodurch einfach Einnahmen weggebrochen sind. Und das finde ich einen großen Unterschied. Man könnte sagen, es gibt gute Schulden und böse Schulden und investive Schulden. Schulden für Investitionen sind volkswirtschaftlich kein Problem. Und das ist ein unglaublicher Unsinn, dass man sagt, der Staat bekommt ein Kreditverbot. Der Staat darf sich nicht verschulden. Wir hatten auch vor der Schuldenbremse schon eine Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung. Da stand nämlich drin, dass die Netto-Neuverschuldung nicht höher sein darf als die Investitionen im Landeshaushalt. Über so eine Regelung kann man reden, wenn die Steuerpolitik so ist, dass die laufenden Ausgaben finanziert werden können. Aber was ein Problem ist, ist, wenn man die Vermögensteuer ausgesetzt ist, man sie nicht wieder in Kraft setzt, man eine Steuerpolitik macht, wo der Staat, wo man nicht eine Erhöhung der Ausgaben hat, sondern eben eine Erosion von Einnahmen, dass man dann sagt, der Staat darf sich nicht verschulden. Damit macht man den Staat handlungsunfähig. Und das haben wir ja gerade gemerkt. Die Schuldenbremse hat nicht mal bis zur ersten Krise gehalten. Ja. Ich meine, eigentlich ist sie ja auch erst jetzt in Kraft getreten. Also es gab ja noch eine Übergangsregelung. Und deswegen finde ich, den Unterschied muss man machen, ob der Staat muss Kredite aufnehmen können, sich verschulden können für Investitionen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür werden neue Werte geschaffen. Das ist unsere Position. Danke schön, Frau Kollegin Wissler. Herr Kollege Warnecke, Sie dürfen, wenn Sie möchten, erwidern. Ebenfalls zwei Minuten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Nein. Lieber Herr Präsident, liebe Frau Wissler, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie jetzt offenkundig Ihre häufig sehr deutlich vorgetragene Position ein bisschen gesoftet haben. Passen Sie auf, es wird gleich ganz heikel. Wir brauchen sicherlich nicht darüber zu streiten, dass beispielsweise der Neubau oder die Erhaltung von Schulen Investitionen sind. Ob aber die Frage, dass wir Lehrerinnen und Lehrer einstellen,
gerade in einer Wissensgesellschaft nicht einen investiven Begriff darstellen müssten, ob die Frage der grundsätzlichen Investitionen, des Erhalts von Hochschulen nicht Investitionen sind, dann kommen wir auf einmal zu einer Frage in einer modernen Gesellschaft, wo Sie möglicherweise sagen, ja, das ist ja eigentlich alles Investition. Zweiter Punkt, den habe ich ja auch schon erwähnt, zweiter Punkt ist in der Tat der, dass das Land Hessen nachgewiesen hat, nur in der Form, das beklagen wir gerade, in der Form sicherlich nicht richtig, dass wir gerade in der Krise die Schuldenbremse wirken lassen, weil es ja in der Schuldenbremse, und das war von uns auch nie bestritten, die Möglichkeit geben muss, zusätzliche Kredite aufzunehmen, neben denen, die wir schon aufgenommen haben. Und insofern können Sie doch nicht vom Scheitern der Schuldenbremse sprechen. Sie können scheitern. Übrigens haben Sie den 12 Milliarden zugestimmt, ne? Ja. Sie haben ausführlich begründet, weshalb Sie eigentlich dafür sind, und haben dann gesagt, na ja, wir stimmen nicht zu, weil wir dann mit den Grünen und der CDU eine Koalition sozusagen treten, eine Verantwortungskoalition, und weil Sie wahrscheinlich das Problem haben, das ist ja auch im Ausschuss so, dass Sie nicht allen entsprechenden Maßnahmen zustimmen und da auch nicht in Haftung genommen werden. Das ist ja auch okay. Aber ich will damit nur sagen, liebe Frau Wissler, wenn wir den Investitionsbegriff auch noch einmal klärten und wenn wir klärten, dass wir in der jetzigen Situation auch wir alle gemeinsam 2 Milliarden beschlossen haben und damit ja nachgewiesen haben, dass die Schuldenbremse nicht gescheitert ist, haben wir ganz kurzfristig gemacht, wären wir schon mal ein Stückchen weiter. Und über den Begriff selber, wie man das regelt, kann man jederzeit streiten. Nur die Schuldenbremse vielleicht noch als letzter Punkt, den Frau Schaut-Sauer zu Recht genannt hat, die ist auf Bundesebene grundsätzlich geregelt. Wir können die in Hessen gar nicht abschaffen. Wir können sie in Hessen nur regeln. Das vielleicht mal als grundsätzlichen Punkt. Vielen Dank und Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre natürlich sehr verführerisch oder reizvoll, heute Abend auf alle Argumente einzugehen. Das will ich ganz sicher nicht machen. Aber ich habe in den letzten Redebeiträgen, Jürgen Frömmrich, in den letzten Redebeiträgen schon einige bemerkenswerte Sätze gehört. Insbesondere wenn Frau Wissler, das höre ich so zum ersten Mal, beginnt zu unterscheiden zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Vielleicht haben Sie das bei Marxismus oder sonst wo schon vorgetragen in Berlin, wo Sie sich sonst aufhalten. Aber jetzt mal im Ernst, das, was Frau Wissler gerade vorgetragen hat, sehe ich relativ nah bei den Positionen, die ich zumindest in Teilen der SPD in den letzten Jahren schon immer wieder gehört habe. Mein Freund Thorsten, wie Volker Bouffier das immer beschreibt, also Thorsten Schäfer-Gümbel, ist am Ende durch Sätze aufgefallen, wie es muss investiert werden, bis das die Schwarte kracht und Ähnliches mehr, und verbindet und ist dort im Bunde mit Menschen, die heute auch schon bemüht worden sind, beispielsweise mit Herrn Uether vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit dem ich über diese Frage allerdings auch schon häufiger sehr intensiv gestritten habe. So, und deswegen ist der heutige Abend vielleicht dann doch noch zu etwas Nutze. Ich gebe zu, ich war etwas überrascht, ob der schweren Kost um diese Uhrzeit. Wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns, und es kommen noch andere haushaltspolitische Themen. Aber einen Punkt, Herr Schalauske, will ich dann zum Schluss schon noch sehr, sehr klar festhalten. Ich habe das gestern schon einmal gesagt. Wir haben eine grundlegend unterschiedliche Auffassung, und ich sage sogar ein grundlegend unterschiedliches Staatsverständnis. Und Herr Warnecke hat ja in dieser Frage durchaus recht, indem er sagt, ich glaube, Sie waren es, Herr Warnecke, oder Vorredner, indem Sie mal an Griechenland und anderes erinnert haben. Also ich und wir leben in dieser Welt, und in dieser Welt, in der ich und wir leben, ist es so, dass beispielsweise Länder wie Griechenland massiv und man könnte sagen brutal abgestraft worden sind. Das kann man beklagen, aber man muss es registrieren und feststellen. Und auch ich gehöre zu denen, die sagen, ja, da hätte man möglicherweise auch als Europäischer Währungsverbund früher eingreifen müssen. Das ist leider anfänglich zu sehr unterblieben, und man hat die Griechen mit vielem alleine gelassen. Aber am Ende des Tages sind es die Märkte, die auf dieser Welt nun mal stattfinden. Und ich bin der Letzte, der nur an diese Märkte glaubt. Ich bin derjenige oder einer derjenigen, die sagen, wir müssen diese Märkte auch regulieren. Und da ist ja auch viel passiert in den letzten 10 Jahren. Aber wir haben sie nun noch mal. Und deswegen ist die Frage, wollen wir uns weiter verschulden, mal losgelöst davon, ob wir damit investive Dinge unternehmen oder konsumtiv. Auch da, Herr Warnecke, kann man lange darüber streiten. Wir reden gerade über die Bilanzierungsregeln in der europäischen Welt, aber auch in der internationalen Welt, Stichwort EPSAS. Wir reden darüber, brauchen wir nicht neue Begrifflichkeiten, was Investition eigentlich bedeutet. Und um es vielleicht noch einmal konkret auf den hessischen Haushalt zu kaprizieren.
Wir sind der einzige Landeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, der doppelt aufgestellt und testiert ist. Die Einzigen, die das sonst noch machen, ist Hamburg. Und wenn Sie sich diese Bilanz anschauen, in der nach Unternehmensspielregeln mit einem Testat der Wirtschaftsprüfer bilanziert wird, dann sehen Sie natürlich eine Unwucht auf ersten Blick, die ist absolut gewaltig, weil zu den Schulden, die wir am Kreditmarkt aufgenommen haben, da sind die Anfang 40 Milliarden genannt worden, kommen ja dort in der Bilanz auf der Passivseite noch einmal die Rückstellungen, wie Sie wissen, A für Altersvorsorge und B für alles das, was Beihilfe anbelangt. Und dann sind wir deutlich über 100 Milliarden Euro. Und die Aktivseite sieht natürlich bei weitem nicht so aus, dass wir dort zu einem ausgeglichenen Aktiv-Passiv-Verhältnis kommen, was wiederum eine zentrale Ursache hat. Nämlich, wir haben zwar die erwarteten Ausgaben und Verpflichtungen dort der Zukunft bilanziert auf der Passivseite, aber wir haben auf der Aktivseite eben nicht bilanziert, welche Steuererwartungen wir für den gleichen Zeitraum haben würden. Das dürfen wir gar nicht. Das würde dem Rechnungsgrundsätzen, dem wir dort unterliegen, widersprechen. Darüber kann man ebenfalls streiten. Aber Herr Warnecke, ich bin durchaus bei Ihnen. Das ist ja auch kein ganz neuer Ansatz, dass wir im Laufe der nächsten Jahre darüber reden müssen, weil sich Gesellschaften und Volkswirtschaften und Staatshaushalte weiter verändern werden. Ob wir nicht zu neuen Definitionen da und dort, insbesondere auf der, darf ich das so technisch sagen, Aktivseite kommen müssen. Denn die Investition in Bildung, die wir ja terminologisch schon alle im Munde führen, findet halt bilanziell nicht statt. Und das halte ich eigentlich für falsch, weil es ein falsches Bild von öffentlichen Haushalten gibt. Letzter Satz, Herr Schalauske. Es bleibt also ganz sicher dabei, dass die CDU und Grüne Koalition und ich gehe mal davon aus, auch die meisten anderen Parteien bei dem bleiben werden, was wir uns vorgenommen haben, nämlich dass wir solide haushalten. Und ich habe der Versuchung widerstanden, heute Abend über den Streit Sondervermögen, Nachtragshaushalt erneut zu reden. Nochmal, das können wir ja an verschiedenen Stellen tun. Aber andere Punkte, die ich heute in der Debatte gehört habe, bin ich gerne bereit, dass wir sie mal ausführlicher als in 7,5 Minuten um diese Uhrzeit mal gerade so am Rande zu diskutieren. Bis hin zu Zwischenrufen, die ich eben aus der FDP gehört habe, wenn hier jemand sagt, der Markt heißt Anleihen und Anleihen müssen begeben werden und diejenigen, die sie begeben wollen, dafür einen Zins haben. Und dann so ein Zwischenruf kommt, ich glaube von Herrn Dr. Naas eben, ja, das hat ja dann die EZB übernommen. Auch über diese Frage kann und muss man mal wieder streiten. Das haben wir nämlich lange nicht mehr gemacht. Und insofern freue ich mich auf die Fortführung der Debatte an anderer Stelle und vielleicht in anderem Zusammenhang. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Es hat sich noch gemeldet für die Fraktion der AfD der Kollege Heidkamp. Sie haben noch ein bisschen Zeit übrig. Bitte schön, Herr Heidkamp. Herr Präsident, meine Kollegen Abgeordnete, Frau Wissler, Sie haben das Problem genau beschrieben. Sie haben erst gesagt, wenn wir alles ausgegeben haben für die laufenden Kosten, dann bleibt nichts über für die Investitionen. Ich meine, so versteht das auch der Bürger, anstatt uns jetzt in volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Kategorien zu verlieren. Wissen Sie, ich habe sehr lange in einer Umgebung gearbeitet, in der man Investitionen einem Aufsichtsrat vorlegen musste. Und das Wichtigste war, ausgeben konnte man Geld bis zum geht nicht mehr. Aber die Rückflussrechnung musste stimmen. Und Sie haben niemals eine Rückflussrechnung. Das kommt in der Politik überhaupt nicht vor. Sie haben das nicht. Sie haben keine Erfolgskontrolle. Und weil Sie keine Erfolgskontrolle haben, können Sie ja gar nicht von Investitionen sprechen. Sie geben Geld aus. Herr Boddenberg hat es eben selbst gesagt, die Anstrengungen in die Schulen, in die Universitäten und so weiter, werden ja heute in die Bilanz des Landes gar nicht eingestellt. Es geht ja nicht nur um Steine, um Gebäude. Das sollten wir machen. Wir sollten für die Haushalte einmal eine wirkliche Buchhaltung einführen. Ich würde Ihnen sagen, wir würden ein viel klareres Gesicht bekommen. Herr Boddenberg, Sie lachen. Ich bin ja jetzt zum zweiten Mal in diesem Haushalt in Hause befasst. Ich finde keine Erfolgsrechnung. Es ist keine Erfolgsrechnung da. Und das gehört zur Investition. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn Sie mal Ihre laufenden Kosten reduzieren, damit wir weiter in die Investitionen investieren können. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Damit sind wir am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 5.
wird überwiesen in den HHA.